Gut, Spaß beiseite. Wir sind wieder da. Wir hatten irgendwie gesagt zwischen 3 und 4 Stunden. Jetzt haben wir 3:45, also eher die 4 Stunden. Aber da war, glaube ich, keine Minute zu viel irgendwie. Und ja, was haben wir denn gemacht? Ich habe vorher gesagt, Bilder zeigen. Ihr habt viele Bilder gesehen. Manche haben sie zum ersten Mal gesehen. Manche kommen immer wieder. Jetzt waren sie noch wieder dramatischer. Also jetzt auch dieser Rückweg hier. Ne? Wir haben ja wenig Worte gemacht, aber diese Forsthausstraße. Und die Worte auch da an der Ecke, das fand ich toll. Einfach nochmal sehr eindrucksvoll. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. Und wir haben viel miteinander gesprochen. Das war die zweite Sache. Aber jetzt sind wir wieder hier. Und dann kommt das, was oft am Ende kommt. So eine Einstellung, die ja viele von euch kennen. Es ist so viel, so scheiße. Aber wir können doch gar nichts machen. Und das haben wir, glaube ich, gemerkt, speziell im letzten Jahr. Wir müssen raus aus dieser Machtlosigkeit, aus diesem Gefühl der Machtlosigkeit. Wir können alle was machen. Wir haben auch viele Beispiele heute gehabt. Ne? Was weiß ich, der BUND geht vor Gericht und der Kurt stellt seine Wiese zur Verfügung. Und der Nächste macht Filme und Fotos und Lieder. Und andere machen Waldführung und die Nächsten gehen auf die Baumhäuser. Und die Lehrer machen was in der Schule oder die Eltern unterstützen ihre Kinder, die auf die Straße gehen. Und alle zusammen können was machen. Jeder an seinem Platz, wo er ist. Der Andreas mit seinen Büchern für Bücher, der Pilger mit seinen Bildern, Annette mit ihren ganzen Live-Tweets. Alles zusammen kann ganz viel erreichen. Und ich glaube, das haben wir im letzten Jahr gemerkt. Zusammen können wir eben doch diesem ganzen Wahnsinn ein Ende machen. Es wird, glaube ich, noch viele, ich tue mich schwer mit dem Wort Opfer, aber es wird noch viel passieren müssen, bis es soweit ist. Aber vorhin kam mal so ein Statement, die haben den Knall noch nicht gehört. Die werden den Knall hören in diesem Jahr. Es werden so viele Menschen sein, dass sie nicht mehr anders können, als diesen Irrsinn, ich sag einfach, und dieses, ich sag auch Verbrechen, nochmal, komisches Wort, das zu beenden. Das schaffen wir alle zusammen. Müssen wir auch schaffen. Ja, ich glaube, das reicht auch. Ne? Wir haben, jetzt muss ich mal gucken, Eva? Sternmarsch. Haben wir im Auto noch Flyer und dieses ganze... Eva, das ist hier gerade mit Just, das kann dauern mit Just. Eva, haben wir noch Flyer und sowas im Auto oder ist das alles beim Jan jetzt? Weißt du das nicht? Achso, ob der Totte weiß. Lass mal gucken, also theoretisch hätten wir noch Flyer für Führungen und Plakate für den Sternmarsch, weil das ist nochmal wichtig. Jetzt gerade, wo wir das Dorf hier am Anfang und am Ende hatten. Und Mannheim, es ist immer noch viel da. Es würde sich auch lohnen, das hier zu retten. Vielleicht geht das noch. Aber umso mehr ist es wichtig, am Samstag zu kommen und den Menschen in Kallenberg und in Kuckum und in Berverath und in Unterwestrich und in Oberwestrich und in Lützerath zu zeigen, wir helfen euch und wir helfen euch vielleicht, diese Dörfer tatsächlich zu retten. Wir schaffen das, ja. Ich habe einfach das Gefühl, nach so einem Tag wie heute und nach Freitag, wir können das schaffen. Bitte, bitte, wer kann am Samstag kommen und möglichst viele Leute mitbringen? Das tut den Menschen da auch sehr, sehr gut. Genau. Also ich soll jetzt irgendwie demnächst auch noch auf Twitter und Facebook diese Woche nochmal Hinweise geben, wie das geht. Es werden auf jeden Fall 2 Busse, einmal aus Aachen und aus Richtung Düren fahren, vielleicht auch noch mehr. Es geht mit der Bahn über Erkelenz, Winternheim und Wanlow, glaube ich, oder wie das heißt. Wanlow, Beverath, Kaulhausen. Nein, ich meine, wenn man mit der Bahn fährt. Also ihr müsst euch das einfach angucken. Hochneukirchen, das meine ich. Ist ja auch egal. Es gibt da einfach verschiedene Möglichkeiten. Ich fände es schade, wenn nicht viel, also ich fände es schlimm, wenn wir dann da das totale Verkehrschaos haben. Weil diese Menschen machen das ehrenamtlich und wir haben super viel zu tun. Und ich fände es schade, wenn es dann ganz viele Verkehrswachts gibt, die nicht bei dem Sternmarsch dabei sein können. Deswegen nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel, die Busse. Und guckt in Facebook und bei Twitter, wird es noch mal was geben bezüglich Bus. Und alle Dörfer bleiben ist die Seite. Vielen Dank. So, dann machen wir jetzt wirklich Schluss. Genau, wichtig war einfach, das haben wir unterwegs auch gesagt, wir lassen uns nicht spalten, wir lassen uns nicht gegeneinander aufspielen. Und der Tolle hat in den letzten Tagen ein tolles Transparent gemacht. Das wird auch am Samstag dabei sein. Da steht drauf, Wald und Dörfer bleiben. Das ist nicht geheim. Nein, ich finde das auch. Vielleicht passt das hier noch. Probier das jetzt aus, das wird improvisiert. Wald und Dörfer? Bleiben! Wald und Dörfer? Bleiben! Wald und Dörfer? Bleiben!